Die Familie Kern saß zusammen am Küchentisch. Es sollte gleich Anton kommen und dann wollte man gemeinsam essen. Es war schon ziemlich spät und der Junge erschien immer noch nicht. Da sagte Opa, ihr könnt anfangen, sonst wird das Essen kalt. Ich gehe und schau mal nach, vielleicht treffe ich Anton. Der Großvater ging nach draußen. Die Straße sah ganz dunkel aus und die Bäume ähnelten Gespenstern, die ihre Arme ausstreckten und jeden Augenblick bereit waren, dich anzugreifen. Dazu pfiff noch der Wind um die Ohren. Aber wo steckt denn der Enkel? Das beunruhigte Opa Karl sehr. Und sieh mal da, wer sitzt denn hier auf der Bank? Anton, bist du das? Opa näherte sich der dunklen Gestalt. Ja, das war Anton, aber was ist denn passiert? Der Enkel strich sich mit der Hand unter der Nase und im Fallenlicht einer Laterne konnte Opa Karl das Blut sehen. Er reichte dem Jungen schweigend sein Taschentuch. Eine ganze Strecke gingen die beiden so nebeneinander und sprachen kein Wort. Endlich sagte Anton, das waren wieder die beiden. Wer Anton? Die beiden, welche letztes Jahr die Schule verlassen haben. Jetzt sind sie öfter in der Nähe und prügeln die jüngeren Kinder. Wie, einfach so? Natürlich nicht, sie wollen Geld. Opa begriff jetzt sehr gut die Situation und stellte sich auch die Peiniger seines Enkels perfekt vor. Er kannte solche Kreaturen. In seiner Jugend traf er etliche, aber konnte sich wehren und irgendwann ließ man ihn in Ruhe. Weißt du, wo sie wohnen? Ich weiß es nicht genau, aber ich könnte Julius fragen, er wohnt nicht weit von ihnen. Der Großvater konnte sich vorstellen, dass er die Kerle aufsucht, ihre Eltern findet, mit ihnen spricht. Was machen Pädagogen in solchen Fällen? Sie versuchen zur Vernunft aufzurufen. Ja, diese Kerle sollten auch ein Gewissen haben, vielleicht muss es geweckt werden. Das ist eine schwierige Aufgabe und der alte Mann glaubt wenig an Erfolg von solchen Vorgehen. Außerdem war er ja auch kein Pädagoge. Er musste jetzt jedoch dem Enkel etwas sagen. Überraschend kam ihn Anton selbst zuvor. Opa, mach dir keine Sorgen, ich werde mich schon wehren. Du brauchst mit ihren Eltern nicht sprechen, ich kriege das selbst hin. Am nächsten Tag wartete die ganze Familie wieder auf den Jungen und er kam nicht. Anton und Opa Karl erzählten über die Geschichte nichts. Zu Hause wusste man über die Situation ganz wenig. Auf jeden Fall sah man keine Gefahr für Anton. Opa ging dem Jungen entgegen. Die Kerle hatten ihn wiederum verprügelt und diesmal ernsthaft. Gerade zu dieser Zeit besuchte Großvater Karl der Freund Hugo. Er war ebenfalls im Veteranverein. In der Jugend boxten beide, sie gehörten zu den erfolgreichsten Sportlern der Stadt. Das konnten sie bis heute nicht vergessen. Am Tisch erzählten die Männer über die Situation und Geschehnisse vergangener Jahre. Ihre Augen leuchteten auf, sie erlebten wieder die Freude, wenn sie an die hart umkämpften Siege ihrer Jugend dachten. Weißt du, Karl, ehrlich gesagt, mich zieht es auch heute noch in den Ring. Ich kenne doch noch alle Tricks, die Technik sitzt. Wollen wir vielleicht ein Training für solche Personen in unserem Alter anbieten? Das wäre eine gute Idee. Auch Opa Karl hatte noch den Drang, sich zu bewegen. Die Kombination müssen im Kopf sein. Als die beiden dann nach draußen gingen, erzählte der Großvater über die Situation mit seinem Enkel. Der muss vielleicht auch etwas abgehärtet werden. Kommt morgen in die Turnhalle. Ich habe schon vieles für ein Training vorbereitet. Einige Jungs sind auch dabei. Ich denke, Anton wird es gefallen. So war es dann auch. Der Junge fieberte mit, wenn zwei Boxer im Ring standen und sehr klug kämpften. Ja, der Trainer meinte, die Kombination müssen im Kopf sein. Der Sportler sollte denken, immer gut denken, bevor er etwas macht. Die Zeit verging. Anton und Opa Karl vergaßen schon längst von den beiden, die den Jungen stets angegriffen haben. Ja, es schien Anton sogar lächerlich, wie er früher so ungeschützt vor ihnen dastand. Heute könnten sie ihm nichts mehr antun. Und als ob sie das spürten, sie kamen ganz selten in seine Nähe. Anton schaute nun aber genau hin, was die Kerle trieben. Man erzählte auf dem Schulhof, dass sie irgendwelche Sachen an jüngere Kinder verkaufen. Manchmal rissen sie ihnen auch einfach das Geld aus der Hand, gaben nichts und verschwanden. Wenn die mir jetzt in die Quere kommen, dachte empört der Junge. Opa Karl sagte Anton eines Tages, dass er auf dem Schulhof kommt und auf ihn warten wird. Dann können sie zusammen zum Training gehen. Für den Großvater war der Spaziergang sehr angenehm.
Er saß im Park, fütterte die Tauben, beobachtete die Kleinkinder. Sie trippelten herum, lachten und freuten sich. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Opa Karl konnte sich noch rege an seine Kindheit erinnern. Die Mutter sorgte um alle und arbeitete Tag und Nacht. Auch er und seine Geschwister halfen viel im Haushalt, sammelten Beeren und Pilze, so dass zu essen da war und Mama es leichter hatte. Dann beobachtete er, wie Anton heranwuchs. Es war und ist ein ganz lieber Junge, obwohl er auch sehr stur sein konnte. Vielleicht wird er mal sein Leben mit dem Militärdienst verbinden. Er liebt Ordnung und ist zielstrebig. Auch jetzt beim Training mochte er alles immer sehr gut machen. Der Trainer gibt eine Aufgabe, aber der Junge macht stets mehr, als von ihm gefordert wurde. Es entstand bald eine Mannschaft, die nun an einem Wettkampf in der Stadt teilnehmen wird. Anton hatte man nicht ausgewählt, obwohl er schon vieles kann. Opa Karl übte mit dem Jungen auch zu Hause. Das war für ihn eine gute Übung. Sie hängten einen gefüllten Sack an einem Haken an die Wand und klopften ihn ganz kräftig mit den Fäusten aus. Zum Wettkampf durfte aber nur sein neuer Freund Sven fahren. Anton freute sich für den Kameraden und trainierte hartnäckig weiter. Zu Hause war auch der Opa dann dabei. Nun setzt sich Opa Karl auf die Bank hinter der Schule. Hier war es ruhiger, vom Schulhof sah man nicht, was los ist. Auf einmal hörte er Stimmen. Jemand näherte sich der Bank. »Na, Alter, wie geht's?« »Nicht schlecht, und was führt euch hierher?« »Du wirst nun sehen, die beiden grinsten schmutzig.« Einer holte aus einer Hosentasche eine Uhr heraus. »Diese wirst du gleich kaufen. Gefällt sie dir?« »Bist du dir sicher? Was willst du denn für so ein Stück haben?« Der Großvater wollte mit dieser Frage nur den Grad ihrer Unverschämtheit einschätzen. »Oh, Alter, die ist sehr teuer. Da musst du uns dein ganzes Geld geben.« In dieser Zeit ging an der Bank eine ältere Frau mit ihrem Hund vorbei. Solange der Hund im Gras schnupperte, konnte sie das Gespräch mithören. Als es um Geld ging, mischte sie sich ein. »Lasst unseren Veteran in Ruhe, sonst rufe ich die Polizei.« »Tantchen, mach dir mal keine Sorgen, dem Alten wird schon nichts passieren.« Der Hund zog kräftig die Leine nach vorne und die Frau eilte hinterher. Aber sie schaute sich noch lange um. »Also, wir geben dir die Uhr und du gibst uns alles, was in deinen Taschen steckt. Haut ab und geht lieber lernen. Schon so alt und hab immer noch nicht verstanden, worum es im Leben geht. Hör zu, Kumpel. Der Alte wird frech, ich glaube, wir müssen ihm was beibringen.« »Ja, das sieht so aus«, grinste der Zweite. Sie näherten sich mit der Absicht, den Mann zu packen und seine Taschen zu leeren. Blitzschnell reagierte der Veteran. Aus seinem Training kannte er einen Trick, mit dem man sich perfekt verteidigen kann. Er führte die Kombination so durch und die beiden lagen auf der Erde. Von weitem hörte er Anton aufgeregt rufen. »Opa, Opa, haben Sie dir was getan? Bist du okay?« Aber der Enkel sah endlich die ganze Situation in der Nähe und musste von ganzem Herzen lachen. »Opa, das hast du ja meisterhaft getan.« Die beiden wälzten sich im Staub, das Gesicht bei einem war mit Erde beschmiert und bei dem anderen rutschte der Stiefel vom Fuß. Jetzt versuchte er, ihn vergebens anzuziehen. Das klappte nicht, weil auch der Socken darin steckte. Die beiden wollten nicht mehr kämpfen, sie sehen kümmerlich aus. Anton ging mit Opa zur Turnhalle, sie lachten weiter. »Na Opa, hast du dich jetzt schon aufgewärmt? Du bist jetzt schon für das Haupttraining bereit.« In der Turnhalle waren viele Sportler da. Es wurden zahlreiche Übungen ausgeführt. Anton und Opa Karl vergaßen ganz schnell von dem Geschehen an der Bank hinter dem Schulhof. Die zwei Kerle kamen nie wieder auf den Schulhof, denn sie wurden sogar von den kleinsten Kindern ausgelacht. Es war so, dass die Ereignisse an der Bank etliche Schüler vom Zaun des Schulhofes beobachtet haben. Sie erzählten es am anderen Tag der ganzen Schule. Und der Veteran steckte sie beide in den Staub. Wirklich? Ja, natürlich. Mit bloß einer Bewegung, da waren ihre Nasen im Dreck und sie konnten auch nicht mehr aufstehen. Ja, Opa Karl ist ein ehemaliger Boxer, er hat viele Medaillen. Warum ehemaliger? Der besucht das Training auch heute noch. Ja, mit Anton. Solche und ähnliche Gespräche waren nun überall in der Stadt zu hören und die ehemaligen Bösewichte konnten sich nirgendwo zeigen. War das der Fall, begannen die kleinen Kinder sofort sie zu necken. Die Kerle suchten dann schnell das Weite. Wie hat dir diese Geschichte gefallen? Schreibe uns deine Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt.